Hallo Skorpion, herzlich willkommen zu Alena Tarot. Mein Name ist Alena, Skorpion. Wir wollen mal schauen, was erwartet dich in den nächsten 7 Tagen, 20. bis 26.06. Immer und dann, wenn du bereit bist zu resonieren und auch die Dinge richtig einzuschätzen. Guck mal, Skorpion blockiert schon aus irgendeinem Grund. Es kann sein, dass Skorpion gerade in einer Energie ist, wo es darum geht, Klarheit zu finden, Klarheit zu schaffen, in die Ruhe zu kommen. Und schau mal, Skorpion, du wirst begleitet von deiner eigenen Energie. Und es heißt, befreie dich. Wovon sollst du dich immer noch befreien? Viele Skorpione sagen, Alena, ich habe schon gelernt, Alena, ich bin schon in meiner Entwicklung abgeschlossen, Alena, ich habe schon, ja, finde ich super toll, das stimmt auch. Viele ja, aber viele auch nein. Okay? Deine Skorpion-Energie ist sehr, sehr stark. Denk dran, du bist ein sehr hellsichtiges und spirituelles Sternzeichen. Aber nichtsdestotrotz, tanke Kraft aus der Natur. Gönne dir mal wirklich eine Auszeit, eine Pause, eine Zeit, Skorpion, nur für dich. Lass mal das ganze Spirituelle an Seite. Lass mal die ganze Liebesgeschichte an Seite, Skorpion. Lass mal die ganze Arbeitssituation an Seite. Lass mal alles weg, sei einfach nur mal du. Lass die Seele baumeln. Ja, renn einfach mal pudelig, nackelig, so wie du geboren wurdest, durch die Wohnung, wenn du alleine bist. Geh raus in die Natur, setze dich auf den Boden, auf die Wiese, geh barfuß, egal ob es regnet, schneit, stürmt, wie auch immer, genieße es. Hier in Mexiko, wir haben Überflutungen die letzten 2 Tage gehabt, ja, es hat geregnet die letzten Tage, wie aus Kübeln. Die Menschen rennen nicht weg vor dem Wasser. Die gehen ganz normal in Ruhe weiter. Ja, durch die Hochwassergeschichten, ja, gehen wir einfach durch das Wasser hindurch, als ob es ganz normal wäre. Warum? Weil es ist nur Wasser. Es ist nichts Schlimmes. Und hier auch, also genieße wirklich die Natur. Genieße es, dir eine Pause zu geben. Kommende Woche wird dein Sein aufgefordert werden oder aufgefordert sein, intern und extern eine Reinigungsprozedur anzugehen, wenn du es natürlich möchtest. Ne? Es gibt viele Projekte, viele Ideen, viele Sehnsüchte, die in dir schlummeln, die sich noch nicht gegeben haben. Eine Wahrheit darf ans Licht kommen. Eine Wahrheit darf auch wirklich sich zeigen. Ein Traum darf sich auch erfüllen. Aber Skorpion, das, wonach du dich sehnst, ja, ist in der Warteschleife. Aber wenn du nicht genügend Kraft tankst, wenn du nicht genügend in dich hineinhorchst, wenn du dir nicht genügend Auszeit gibst, wenn du nicht genügend glaubst, ja, wenn du dich nicht als privilegiert einstufst, um eine Zeit des Wartens, eine Zeit der Transmutation zu erleben, wirst du am kurz oder Ende vielleicht den Atem nicht lang genug haben, um das zu verwirklichen, obwohl du eigentlich sehr weit entwickelt sein könntest. Also lass dir kommende Woche aufzeigen, wie wertvoll es ist, auch seine Ideen nicht so umzusetzen, sondern wie wertvoll es ist, auch eine Synchronisation mit sich selber zu kreieren. Okay? Und die Intelligenz der geistigen Welt, diese schöpferische Kraft, diese Weisheit, diese Spiritualität, diese Hellsichtigkeit, die dir geschenkt worden ist, wirklich umzusetzen. Aktion, Reaktion. Wie es im Wald hineinschallt, so schallt es auch wieder hinaus. Also entscheide du, ob in der Liebe oder welchen Bereich noch immer du kommende Woche etwas wagst oder lieber eine Pause einlegst und sagst, ich warte lieber noch und mal gucken, was passiert. Ich möchte erst in meine eigene Mitte kommen. Ja, es ist eine geile Woche. Also die Zahl 19, die 1, die 9, die 2, die 4, die 5, die 41, die 28, die 38 und die 32 und die 9 können vielleicht von Bedeutung sein für den einen oder anderen. Ja, ein paar Buchstaben. Wir haben das R, das B, das J, das K, das I, das A und das N. Passt es an und wenn nicht, lass es einfach ziehen. Skorpion, tanke Kraft aus der Natur. Geh raus in die Natur. Befreie dich von allen Negativitäten in dir und extern, okay? Lass es einfach fließen, mal keinen Druck zu haben. 7 Tage ist nicht die Welt. Ja, in 7 Tagen kann man viel verwirklichen, viel verändern. 7 ist eine sehr wertvolle, heilige, auch spirituelle Zahl. Es geht vor allen Dingen auch viel um das Vertrauen. Also fange an zu vertrauen, wenn du es möchtest. Und wenn du schon im Vertrauen bist, wenn du schon sehr spirituell bist, ein Herz von mir und ab nach vorne. Es werden wunderschöne 7 Tage. Aktion, Reaktion. Denk dran, so wie es in den Wald hineinschallt, so schallt es hinaus. Danke, dass du meinen Kanal like, teilst, abonnierst, kommentierst. Jedes Kommentar wird beantwortet. Live-Chat sonntags 19 Uhr, wie ich immer gerne sage. Okay? 2 Termine für Juni habe ich noch. Private Legung und zielorientierte Therapie. Also schreib mich gerne an und ich werde dir auch diesbezüglich einen Termin geben. Okay? Skorpion, genieß die nächsten 7 Tage und wir hören uns. Bis dahin. Bye.